Ich sag Hallo zu meinem neuesten Projekt unter Anführungszeichen, weil ich noch gar nicht weiß, wo es eigentlich wird. Ich habe unlängst also ein Eichenstück gekriegt. Das ist 12 cm dick und daraus sind zwei Äste. Im Laufe der Arbeit hoffe ich, dass sie entscheidet, was aus dem ganzen Stück wird. Es ist ja so bei mir, ich muss zwischendurch sowas machen. Das ist ein Luxus für mich. Genau, andere fahren in die Therme oder fliegen um die Welt und ich nehme ein Eichenstück und tue es irgendwie bearbeiten und hoffe, dass was draus wird. Ja, also ich werde es mich jetzt begleiten quasi bei der Entwicklung dieses Holzstückes. Ich werde das jetzt auch zeigen, ich werde es extrem schnell hinflitzen. Hier haben wir das wunderschöne Stück. Vielleicht kann man von euch da was sagen, ich nehme auch so, wie der Baum gewachsen sei. Und da sind zwei Äste so rausgegangen. Ja, es ist ein bisschen. Die andere Seite ist ganz gerade geschnitten und hier sieht man halt die Rinde. Also die Arbeitsabläufe, ich will mal die Rinde entfernen, also mit der Handhobelmaschine, so wie die Ecken da und so gewisse Sachen einfach raushobeln einmal. Hier ist was kaputt, das werde ich verleimen, das da werde ich weghobeln und dann schauen wir, was unter der Rinde auftaucht. Solche Sachen werde ich auskitten mit Polyester wahrscheinlich. Ja, da sieht man auch, dass das eigentlich seitlich vom Baum war und da zwei Äste rausgekommen sind. 11,5 ist da stark, wirklich ein wunderschönes Teil, also lassen wir es ja mal überraschen. Ich habe jetzt auch für dieses Abkratzen mit dem Stemmeisen habe ich natürlich nicht geschliffene Stemmeisen genommen. Und dafür habe ich meine stumpfen, also relativ stumpfen Eisen genommen. Dann irgendwann demnächst muss ich wirklich einmal einen Schleiftag einlegen, weil sonst da, so geht das nicht weiter. Manuel, so geht das nicht weiter. Also die Eiche da, die riecht so gut für mich. Vielleicht mache ich mal einen Tee mit der Rinde. Die nächsten Arbeitsschritte mache ich heraus, weil ich glaube, drinnen ist mir das ein bisschen zu. Das ist jetzt der Winkelschleifer mit so einem Drahtaufsatz, Drahtbürstenaufsatz. Ich glaube, das Splintholzbier steht da gleich oben, das hat relativ weich alles ausgeschaut, aber hätte ich mir aber eigentlich drängen können. Und da gibt es jetzt auch andere Hobelmaschine, also die, was rund ist, mit der war es halt besser.
Also bei einer Türe auch, man hobelt nie durch, weil das da ausbrechen würde. Bei Türen auch, wo der Anleimer da ist oder der Falz, wenn man da ganz durchhobelt, reißt es weg. Jetzt schalte ich es ein bisschen weniger ein, damit ich die Ecken großteils noch rausbekomme. Und den Rest mache ich dann mit der Schleifenschraube. Also jetzt sieht man schon, dass ich wie einen kleinen Rundgang mache. Also jetzt kann man schon die Maserung erkennen. Da ist irgendwie noch Splintholz. Das bringe ich aber da jetzt nicht so raus. Muss ich mir was anderes einfallen lassen. Und falls ich einen Tisch mache, weil da könnte ich einen Haxen machen und da einen Haxen. Ja, da konnte ich auch nicht machen, aber da werde ich nochmal drüber fahren mit der Hobelmaschine. Jetzt schleife ich mal eine Stunde und dann dürft ihr wieder einen Blick drauf werfen. So, grüß Gott! Jetzt sind wir einübersiedelt mit der Plotten. Also wenn ein Holz keine gerade Fläche hat, dann kann man mit so einem Schweifhobel sowas hobeln. Dann kann man Rundungen und Hügeln und alles nachgehen. Also der ist sehr super für Fassdauben zum Beispiel, kann man damit aushobeln oder geschweifte Teile. Früher war der das Holzhobel, der hat unten so rund war der. Mir ist der aber eigentlich lieber. Ich will mir da auch Handschuhe anziehen, habe ich gerade bemerkt. Da strafe ich nämlich recht oft und dann kann man sich verletzen. Ich habe da jetzt schon ein bisschen um den Daumen down. Und jetzt will ich das einmal alles hobeln, dass ich von der elektrischen Hobelmaschine die Spuren rauskriege. Aber es gibt es auch für die elektrische Hobelmaschine, habe ich schon mal gesehen. Da gibt es eine elektrische, die ist auch rund. Mit der kann man dann quasi auch so Rundungen nachhobeln. Ich habe den Hobel relativ dünn eingestellt, also wenig Abnahme. Es ist recht viel Kraftaufwand erforderlich. Wengel habe ich da schon drüber gehobelt, also ein bisschen. Also so hat die Platten ausgeschaut, vorn hobeln. Da bin ich jetzt ein bisschen mit der Handhobel drüber gegangen, also mit der elektrischen. Jetzt ist das schon ziemlich geschlossen. Da ist noch ein bisschen Luft, sonst ist das schon ziemlich geschlossen. Und da herüber, wie schaut es da aus? Ja, das ist halt auch die Sutten, wo ich noch nicht gehobelt bin, weil rund um den Turm das einfach höher liegt. Damit ich da aber im Gesamten auch gerade bin, weil das kommt schon sein, dass die Wasserwacht da so liegt und die hintere so, lege ich mir da eine Wasserwaage her und da und schau so durch, dann sehe ich, dass ich da hinten noch was wegnehmen muss. Da kehre ich runter, das zeichne ich mir da an, dann kommt die Wasserwacht da runter und dann ist dieser Tisch so auch ziemlich in der Waagrecht. Es ist schon ziemlich gut, da hinten ist er deutlich höher. Das heißt, ich muss da ziemlich gleichmäßig na was wegnehmen. Da hinten darf ich nichts mehr wegnehmen. Das zeichne ich mir jetzt alles an. Jetzt nehme ich das einmal weg. Es ist so, bei den ersten Hobelungen, bei den ersten Durchgängen kann man wirklich kreuz und quer reinfahren. Also in allen Richtungen, da ist es egal, ob was ausreißt, weil eh so viel weggenommen wird. Also übertreiben soll man es jetzt auch nicht, aber... Hier bei sowas da, das reißt sich aus, da gibt es aber keine richtige Maserung. Also schon, da müsstet ihr den Hobel alle 2 cm in eine andere Richtung drehen. Da wird man gar nicht fertig. Einmal nach. Ah, jetzt bin ich. Genau, jetzt kann ich leicht da. Ziemlich gut.
So, jetzt ist er ziemlich gerade so in allen. Jetzt, da ist die Sutten jetzt noch. Die ist aber jetzt wirklich durchgehend da. Also, da noch ein bisschen was rausnehmen. Da, dann da. Und da noch. Mir bis da aber. Da bis da. Da bis da. Da bis da. Und bis da. Okay, na jetzt ziemlich der Bereich da. So. Augen zu und durch. Ja, so würde ich sagen, kann man das jetzt lassen. Wenn man mit der Hobelmaschine sagt, wer ins Holz fährt, bei der groben Abnahme nur, nicht da rausfahren, sonst bricht das weg. Ich kann euch das dort sagen, weil da muss ich sowieso was wegschneiden. Da sieht man das, das wegbricht, wenn ich ganz in Querholz durchfahre. Soweit haben wir das jetzt einmal begradigt und der nächste Schritt ist jetzt mit der Bandschleifmaschine. Da schleife ich auch kreuz und quer. Also Ende fange ich quer an, da schleife ich dann diese Unebenheiten aus, die was hier sind. Und dann schleife ich der Länge, dann schleife ich diese Unebenheiten aus. Und wenn man das immer mehr tut, dann werden die Unebenheiten immer weniger. Dann mache ich noch ein paar Kontrollen mit der Latte. Und dann wird es von Arbeitsschritt zu Arbeitsschritt besser. Aber jetzt reden wir da nur mehr von einem Millimeter, wo da irgendwas weggehört. Da hobele ich jetzt nur die kleinen Unebenheiten raus. Jetzt haben wir das da ein bisschen anzeichnet. Das werde ich jetzt mit der Stichsäge alles nachschneiden. Die Kanten sind da sehr scharf und das will ich eigentlich wegbekommen. Und vor allem da ist das Holz ein bisschen beschädigter. Da ist das auch irgendwie so weggebrochen alles da. Dafür würde ich das da ein bisschen nachschneiden. Dann habe ich mir auch Gedanken gemacht, was das wird. Und es wird wahrscheinlich ein Tisch jetzt werden. Ich muss jetzt zu ganz gefährlichen Waffen greifen. Dann stemme ich das da weg noch. Den Riss da. Der nächste Schritt ist jetzt noch deine, das alles mit der Stichsäge
halbwegs zugeschnitten habe und ein bisschen mit dem Schweifhobel ausputzt habe, ist, dass ich das jetzt mit der Bandschleifmaschine kreuzschleife. Also einmal da quer und einmal mit der Maserung. Wobei man hier gar nicht sagen kann, dass eine Maserung vorhanden ist. Also eine Gerade, das ist ja alles irgendwie. Ich nehme ein 60er Kleifpapier. Warum ein 60er und kein 40er? Weil ich kein 40er nicht habe. Also jetzt schleife einmal kreuz und quer. Hört sich sehr nach Chaos an, ist es aber nicht. Mit Polyester-Kit, mit schwarzen, diese ganzen Risse und werde Schwalbenschwänze. Ich weiß nicht, ob man das kennt, Schwalbenschwänze. Das sind so, ich zeichne sie jetzt groß, dass man es sieht, Schwalbenschwänze. Da, die wäre da einsteigen, wo es reißen könnte. Da kann man so Schwalbenschwänze rein. Diese Schwalbenschwänze werde ich da verleimen und kitten und dann lasse ich sie über die Nacht liegen und morgen in der Früh werde ich das wieder abschleifen. Und dann wird es immer schöner. Und dann können wir die Füße dran. Und die würde ich auch einsteigen machen. Die Schwalbenschwänze habe ich jetzt alle geschnitten und ein bisschen mit der Feile, mit dem Stemmeisen bearbeitet. Der nächste Schritt ist, dass ich die herlege. Und da habe ich mir jetzt überall Striche gemacht, wo Risse sind. Hier, dieser Riss könnte weiterreißen. Dieser Riss eher wahrscheinlich nicht, aber trotzdem. Der Riss auf jeden Fall, der geht komplett durch und würde mit Sicherheit weiterreißen. Dieser Riss würde auf jeden Fall weiterreißen. Zack. Dafür stemme ich das hier ein. Und der Riss da, der schon da, wenn er drin ist, das tue ich jetzt her mit dem Stanley-Messer zeichnen. Das andere ist das eine ganz präzise Anzeichnung. Und dann werden die reingeschlagen mit dem Hammer, mit Leim natürlich. Der nächste Schritt ist dann das mit Kit verkitten. Aber das werde ich heute nicht mehr tun, weil wie wir wissen, tue ich das sehr gern essen. Machen wir irgendwas für die Gesundheit. Schmalzbrot habe ich die letzten Jahre gegessen. Vielleicht ist heute einmal ein Schmalzbrot mit Paprika statt Salz. Oder Paprika und Salz. Wegen Vitamin C. Thank you.
Ende.